Sananda, du hast im Jahr 2013 einen Kornkreisfilm gedreht. Ein Jugendlicher auf den Spuren der Kornkreise. Erzähl, wie bist du dazu gekommen? Also du bist 17 Jahre und jetzt Filmemacher. Erzähl etwas über dich. Also ich habe angefangen im Alter von 12 Jahren mich eigentlich zu interessieren für Anfänger mal Bereich der Präastronautik. Ich habe die ersten Däniken Videos und vor allem DVDs gesehen, so diese 70er Filme, wo Erinnerungen an die Zukunft, wo das verfilmt worden ist. Und immer witzig gefunden, aber andererseits inspirierend, aber diese deutsche Stimme. Und hier sind wir in Nazca und hier finden wir die eingravierten Linien und das hat mich irgendwie immer schon interessiert. Eben mein Vater hat mich auf das Thema gebracht. Und ich habe immer spannend gefunden, die Vorträge vom Däniken, und die haben mich eigentlich immer gefragt, warum die Menschen sich eigentlich vor dem Thema so verschließen, warum in den Medien überhaupt so wenig darüber gesprochen wird und warum das eben in der Gesellschaft heute eigentlich so wirklich auf Abstoßung lehnt und warum sogar manche Leute bedroht werden, eben deswegen, weil sie sich mit der Thematik beschäftigen. Und dann habe ich überlegt, warum soll ich nicht selber mal eine Präsentation machen, und dann haben wir mit 14 Jahren dann begonnen, sogenannte Jotentreffen zu organisieren. Also Jote ist ein mongolisches Nomadenhaus, das haben wir einfach gekauft bei uns in unserer Natur- und Wildnisschule. Und dort habe ich im Rahmen von 20 bis 30 Leuten seitdem angefangen, nicht nur über Präastronautik zu reden, sondern eben über das Thema. Auf die UFO-Themen bin ich automatisch gekommen, durchs Internet eben. Ich habe im Internet gesucht nach Däniken und Präastronautik, und da bin ich automatisch auf UFOs gekommen, auf die Kornkreise, auf andere Themen. Zum Beispiel bosnische Pyramiden, das gesamte Spektrum einfach. Und damit 14 bin ich auch Exopolitik-Aktivist geworden. Und ebenso hat das alles gestartet. Und ich habe eben 2012 zum Beispiel mal begonnen, so ganz, sage ich mal, primitiv mit Windows Live Maker mal begonnen, Videos zu schneiden. Allerdings die Kamera ist dann ein Jahr später gekommen. Irgendwie hat mir das gefallen, ich habe die Leidenschaft dazu gefunden, und die Kombination aus Bild und Musik, das den Menschen so näher zu bringen, Informationen näher zu bringen, und auch emotional ist immer wichtig, dass man durch Bild und Musik den Zuschauer praktisch, es soll nicht nur eben Information vermittelt werden, ganz trockene Information, sondern mir war immer wichtig, dass es die Person erregt, dass diese filmische Komposition berührt, auch dass es ihm wirklich im Herzen auch berührt, und ich hoffe, das erreiche ich mit meinen Filmen. Das heißt, du bist auch an der Thematik rund um außerirdisches Leben und Grenzwissenschaften im Allgemeinen interessiert. Wie hat sich das angefühlt, wenn man in so einem Kongress steht? Hast du auch irgendwie Signale, Botschaften empfangen, oder was passiert da? Da trifft man ja auch auf einige schillernde Persönlichkeiten, die da, weiß ich nicht, mit Kristallen dann da hantieren und so Sachen. Also wie siehst du diesen Zweig, diese Interessenten an? Also ich habe es oft schon betont bei meinen Präsentationen, gerade zum Schluss hin. Ich habe in meinen Filmen ja eben genau solche schillernden Persönlichkeiten ja auch sprechen lassen. Ich meine, das gehört dazu zu einem Film, wenn man man soll auch diese Personen sprechen lassen natürlich und nicht nur gewisse selektiv immer vorgehen. Und da muss ich ganz persönlich sagen, jetzt um den Platz vom Mund zu nehmen, ich halte einfach nichts davon. Ich war selber in diesem Kornkreis, ich habe es mir selber angeschaut, ich habe mir selber ein Bild davon gemacht. Gut, ich war in zwei Kornkreisen, vielleicht waren sie gefälscht und habe vielleicht auch deswegen nichts gespürt, aber ich kann auf jeden Fall mal diese Vorkommnisse nicht bestätigen. Auch nicht, dass meine Kamera ausgefallen wäre. Ist mir nicht passiert. Ich schließe solche Erfahrungen nicht aus, dass es das, was Reales daran sei. Allerdings, also einige Persönlichkeiten, die ich getroffen habe dort in den Kongressen, die wirken auf mich nicht unbedingt glaubwürdig. Wie bist du dazu gekommen, den Film zu machen? Ich habe die Leidenschaft eben gefunden fürs Filmemachen, und dann ist der Zeitpunkt gekommen, letztes Jahr im August 2013 eben, wo mein Vater mich gefragt hat, eigentlich
willst du jetzt ein Moped haben, um selber zum Beispiel in die Schule zu fahren? Dann habe ich gesagt, einfach scheiß aufs Moped, kauft man einen anständigen Computer und ein Schneidprogramm und die kann da was Schönes zaubern, sozusagen. Und mein Vater eben war in jederlei Hinsicht eine große Unterstützung für mich, vor allem irgendwie in die Thematik da einzusteigen. Ich bin durch ihn auf diese Thematik gekommen. Er selber ist jetzt nicht so sehr intensiv in die Thematik, jetzt, er steigert sich nicht ungeheuerlich rein. Er liebt beispielsweise Serien wie Ancient Aliens, die zieht er sich immer rein, an jedem Abend. Sowas liebt er, aber er ist nicht bei der AAS als Mitglied, jetzt zum Beispiel bei der Elfen-Däniken-Stiftung, für die es nicht wissen. Und auch kein Exopolitik-Aktivist, aber er interessiert sich auf jeden Fall dafür, er ist offen dafür und er unterstützt mich in jederlei Hinsicht. Und das ist, ich bin sehr froh darüber, so einen Vater zu haben, vor allem in unserem erzkonservativen Tirol, wo, ich glaube, sowas eben eher, entweder wissen die Leute in unserem, gerade in meinem Gebiet, gar nichts davon, oder sie verneinen es mit einem simplen, das guides it, also das gibt's nicht, auf gut Deutsch. Hast du allgemein schon einmal eine übersinnliche Erfahrung gemacht, die dich eben als Initialzündung dazu gebracht hat, dich näher mit den Themen auseinanderzusetzen? Wie eine UFO-Sichtung, eine Art Geistererscheinung, Psi-Phänomen oder dergleichen? Wir sind ja Native Spirit, wir heißen Native Spirit, das ist eine Natur- und Wildnisschule und da geht es eben nicht nur darum, es geht eben auch um Survival-Techniken, aber es geht auch eben um Spiritualität. Und was auch bei uns sehr wichtig ist, ist eben nicht im weißen Gewand rumzulaufen, wie ein Highlander uns da zu predigen, sondern uns ist eben wichtig, Spiritualität sozusagen zu erfahren. Also nicht nur Theorie, sondern auch die Praxis umzusetzen. Es gibt ja zum Beispiel ein geheimes Programm, es hat eben ein Programm gegeben von den Amerikanern, Remote Viewing. Es sind Personen dazu beauftragt worden, die in Russland auszuspionieren via Remote Viewing. Also man reist mit geistig praktisch dorthin und empfängt eben die Bilder, ohne aber physisch dort sich zu positionieren, sondern eben geistig. Mhm. Die Techniken, die wir lernen, sind eben ähnlich. Remote Viewing und sie stammen vom bekanntesten eigentlich Wildnistrainer und er nennt sich Tracker, Tom Brown Jr. Ihm ist das Wissen übermittelt worden von Apache-Indianer, das Grandfather, Stalking Wolf. Und mein Vater hat selber zu mir gesagt, da gibt es eben den Kurs, der heißt Erinnerer. Erinnerer deshalb, weil wir überzeugt sind eigentlich, dass wir nicht da sind, um eine spirituelle Erfahrung zu machen eigentlich, sondern dass wir, also es gibt einen schönen englischen Satz, we are spirit making human earth experience. Also wir sind Spirit, um eine menschliche Erderfahrung zu machen. Und wir sind nicht Menschen, um eine spirituelle Erfahrung zu machen, weil sonst wären wir, also meiner Ansicht nach, umsonst eigentlich da. Wir sind ja da eigentlich, meiner Ansicht nach, um zu lernen. Wie eine Schule eigentlich, diese Kugel, dieser Planet. Mein Vater hat eben selber zu mir gesagt, also glaub mir nichts, überprüfe es selbst und wenn es wahr für dich ist, ist gut, wenn nicht, ist mir auch egal. Überprüfe es für dich selbst. Und ihm ist es eben immer wichtig, dass die Leute es überprüfen können, was sie sehen, zum Beispiel durch dieses Remote Viewing. Wir machen solche Übungen, beispielsweise Partnerübungen, wo die eine Person mit der anderen Person zum Anfang eines Weges beispielsweise geht und die Person weiß nicht Bescheid, wie der Weg weiter verläuft. Das weitere Aussehen ist ihm unbekannt, dieser Person. Und anschließend reist man dorthin. Also man nennt es Spirit Body, man reist halt dorthin, man nennt es so, das ist halt, also hinreisen tut man dort und wir wollen eben überprüfen, was sich dort befindet, also die Leute reisen zuerst dorthin und dann gehen wir direkt hin, um zu sehen, ob es tatsächlich, ob man tatsächlich diese Objekte dann vorfindet, zum Beispiel, ich habe erfahren zum Beispiel, dass man, ich habe im Wald den sogenannten
Medizinplatz von einer anderen Person gefunden. Der Medizinplatz ist der Platz, wo sich die Person während dieses sogenannten Erinnerungskurses für Übungen in der Natur hinsetzt, um das dort zu praktizieren. Und der lag eben auf diesem Weg und ich bin dort stehen geblieben zum Beispiel. Und ich habe außerdem eine rote Cola-Dose in diesem, bei diesem Hinreisen eben gesehen, eben tatsächlich vorgefunden.